Und jetzt die Modetrends aus Paris. Willkommen im Reich der Unterwelt, heißt es bei Modemacher Jean-Paul Gaultiers jüngster Haute-Couture-Kollektionspräsentation in Paris. Für die Saison Herbst-Winter 2014-2015 machte das Enfant Terrible der Modewelt seinem Namen erneut alle Ehre. Vampire im Luxus-Jogginganzug lautet die Ursprungsidee. Bei gedämpftem, blau schimmerndem Licht, Models mit blassem Teint, blutunterlaufenden Augen und blutroten Lippen und großen Kerzenständern auf dem Laufsteg keine wirkliche Überraschung. Lässige, feminine Looks werden aufgebrochen durch exzentrische Akzente à la Gaultier, wie um den Kopf gelegte Tüllschleier oder übergroße Kapuzen. Zur Farbpalette der Kollektion zählen hauptsächlich Blutrot, Schwarz und vereinzelt reines Weiß. Silhouetten zieht der Designer durch extrem breite, kantige Schultern oder einem trichterförmigen Reifrock ins Extreme. Nicht fehlen darf natürlich die besondere Portion Erotik, für welche der Modemeister seit den 80er Jahren bekannt und beliebt ist. Das absolute Highlight und der Stargast der Show ist die österreichische transsexuelle Conchita Wurst, amtierende Eurovision Song Contest Gewinnerin 2014, welche sich, wie der Designer selbst, stark für die Rechte von Homo-, Trans- und Bisexuellen einsetzt. Ein helles, engelartiges Geschöpf schließt die Show. Wohl nach dem Motto, neben dem Bösen gibt es immer noch das Gute. Der exzentrische Modemacher Jean-Paul Gaultier begeistert seit der Gründung seines Labels 1978 mit einem unerschöpflichen Ideenreichtum und unkonventionellen Kreationen, die von Popstars und Fans gleichermaßen geliebt und verehrt werden.